Hallo und herzlich willkommen hier auf der Zocker-Oase. Wir spielen wieder eine Runde Demolition Bile 2018 und ja, wir stehen hier in einem Stadtpark. Da haben wir in der letzten Folge einige Sachen abgerissen, die der Eigentümer nicht mehr haben wollte und haben gutes Geld bekommen. Und jetzt haben wir schon 18.000 Dollar, da könnten wir uns jetzt diese Folge schon den Kran kaufen. Damit können wir einige neue Missionen erfüllen. Vorher wollte ich nochmal gucken, wir können ja mal ein bisschen Schrott sammeln hier in Dorfenberg. Da haben wir auch noch eine Mission. Damit wir noch ein bisschen Geld haben, damit wir nicht wieder auf Null runtergehen. Der Kran ist nämlich ziemlich teuer. So, gucken wir mal kurz, wo wir viel Schrott haben. Hier unten haben wir zum Beispiel zwei Stellen. Ansonsten nur vereinzelt hier und da welche. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal vom Büro aus. Starten wir mal. Holen uns den Pickup. So, dann fahren wir mal hier unten hin. Und dann machen wir mal eine Ladung jetzt mit Schrott und dann fahren wir zum Händler, kaufen uns den Kran. Also die Map gefällt mir hier. Schön mit Berglandschaften. Wälder, es geht hier immer auf und ab. Gefällt mir schon deutlich besser als die erste Map. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, wollen wir mal gucken. Hier irgendwo soll Schrott sein. Ich vermute mal wieder. Wollte ich gerade sagen, ich vermute irgendwelche Autos, aber anscheinend nicht. Oh, mal gucken, was wir hier so Schönes haben. Oder? Ah ne, doch, hier sind doch Autos. Ich dachte schon hier irgendwie in die Halle hier oder so. Dass man die vielleicht noch... irgendwie abreißen kann. So, kommen wir hier mit unserem Pickup irgendwo noch näher ran? No, eigentlich nicht. Das ist eine blöde Berglandschaft hier. Dann machen wir es einmal schnell so. So, Motorhaube, Kofferraum geht immer. Mal sehen, ob wir pro Wagen 5 Teile irgendwie abbekommen. Machen wir erstmal hier die Motorhaube. Damit wir mit 100% zum Schrotthändler fahren. Dann ist die Mission nämlich schon mal gleich abgeschlossen. So, dann brauchen wir jetzt die Kappsäge. Dann haben wir schon mal die erste Tür. Ja, das geht ja relativ flott hier. Wir sind ja schon mittlerweile Profis in Autos zerlegen. Oh, neuer Notfall. Da gehen wir natürlich gleich mal hin. Wir können natürlich erstmal hier noch zu Ende machen. Das geht ja nicht gleich nach einer Minute weg. Wir machen den Pickup noch voll. Heißt also zwei Türen. Und dann können wir
Den Notfall machen. Da kriegen wir noch mal richtig dick Geld. Und wir müssen einen Arbeiter einstellen für die Mine. Die hat 100% jetzt generiert. Parkplätze jetzt generiert wirklich alles ein nach dem anderen Geld. Kriegen wir natürlich schöne Extra-Einnahmen. Nur sinkt das Ranking gerade. Hallo? So. Wahrscheinlich wegen der Mine, die jetzt voll ist. Also müssen wir uns da jetzt auch drum kümmern. Wir gucken einmal unsere Grundstücke in Gold Valley. Ja, die Goldmine ist voll. So, das machen wir jetzt nicht selber, sondern wir weisen einen Mitarbeiter zu. Ja, wir haben nur den einen Markt, 2000 Dollar. Weiß nicht, ob jetzt ein besserer Mitarbeiter mehr verdient oder wie auch immer oder billiger ist, keine Ahnung. Wir machen erstmal einen Mitarbeiter. Jetzt ist er für ein paar Minuten auf Arbeit sozusagen. So, unser Pickup ist voll. Dann gucken wir mal wegen dem. Nee, auf der Karte. So, irgendwo muss ein Notfall sein. Irgendwo war ein Notfall. Hier oben. 10 Minuten haben wir noch. Ja, fahren wir erstmal dahin. Ja, gucken wir uns erstmal den Notfall an, bevor wir zum Schrotthändler fahren. Oh, eingelenkt und fährt nicht. Hallo? Ja, teilweise reagiert der Wagen ziemlich schlecht. Liegt wahrscheinlich am Fahrer. Und auch hier in dieser Stadt überhaupt nichts los. Ein bisschen schade. Straße zu weit gefahren. Das macht, glaube ich, nichts. Ja, dann müssten wir gleich da sein. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Vielleicht ist das ja wieder eine ganz schnelle Mission. Wegpunkt 200 Meter. So, fahren wir mal hier hin. Hier ist der Parkplatz. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ja, mal wieder einen Baum von der Straße schieben. Jawohl, das nehmen wir natürlich an. Das geht wieder relativ flott. Liegen wir hier wieder ein paar Äste rum. Ja, hervorragend. So, sammeln wir mal schnell die Äste ein. Das waren schon mal drei Stück. Nummer vier. Und so, haben wir hier noch irgendwo? Das wäre das. Jetzt noch schnell den Baum wegschieben. Das geht ja ratzfatz hier. Mit unserem Löffeltiefburger. So.
Und weg mit dir. So, das war's schon. So schnell verdient man 6.000 Dollar. Ja, super. Jetzt haben wir richtig viel Geld. Und jetzt haben wir auch noch den Pickup voll mit Metall. Das geben wir jetzt auch noch schnell ab. Ja, und dann kaufen wir uns den Kran, würde ich sagen. Das war natürlich jetzt perfekt, dass diese Mission noch dazwischen kam. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und dann haben wir auch noch Geld über, wenn wir den Kran gleich kaufen. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was man so alles braucht. So, hier ist eine Tankstelle. Auch tanken müssen wir noch nicht unbedingt. Warum fahre ich jetzt eigentlich hier schon zum Händler? Wir wollen doch erst den Schrott abgeben, aber ist halt nur gut, sehr geil. Wenn wir schon mal hier sind. Dann kaufen wir uns den Kran. Geld genug sollten wir haben. Ja, 12.000 Dollar waren es ja nur. Ja, das reicht ja locker. Ja, den kaufen wir uns mal. Und das heißt, wir müssen... so, wo war hier der... denn? Wir müssen jetzt erstmal die Prüfung ablegen. Ein Seilbagger nennt er sich. Ja, da ist er. Unser neues Schmuckstück. So, mal gucken von der Steuerung. Ist identisch. So, mal gucken, wie wir die jetzt an die Mauern einreißen können. Wechseln wir mal in den zweiten Modus. So, mal gucken. Okay, mit Maus, da kann man hier unsere Kugel hier hoch und runter. So, links und rechts, vor und zurück. So mit Schwung muss man hier gegenfahren. Oh, dang. muss man ja Zielwasser getrunken haben hier. Natürlich erstmal gucken, wie man hier am besten die Taktik macht hier. Oh, einmal durch, genau. So. Muss gar nicht schnell sein. So, das war die erste Mauer. Jetzt muss man hier noch den Checkpoint überfahren. So.
Dann hier noch eine kleine Runde und dann haben wir noch zwei Wände. Das ist wieder ein bisschen aufwendiger hier, diese Prüfungsfahrt. Ganz im Gegenteil zum Löffeltiefbagger. Das war ja Pille-Palle. So, machen wir mal. So. Man kann hier richtig Schwung holen, aber dann erwischt man natürlich nicht da, wo man gerade hin will. Da muss man schon dann wieder ein bisschen weiter wegfahren. Da muss man erstmal ein Gefühl für kriegen hier. Von oben runter, das geht auch. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man hier ans Ziel kommt. So, Checkpoint erstmal überfahren und so, was ist, wenn wir jetzt einfach nur runterlassen? Nee, das schafft er nicht. So, damit haben wir es geschafft hier. Ja, von der Steuerung muss man sich erstmal ein bisschen einarbeiten. Und auch von der Taktik, wie gesagt. Gucken, was ist da so das Beste. Wo muss man sich hinstellen. Das müssen wir noch alles üben. Aber die Prüfung haben wir geschafft. Damit können wir jetzt den Kran benutzen und dann suchen wir uns gleich mal eine Mission aus. Was wir auch gleich machen werden. Schauen wir mal. Wir haben die Glockentürme. Mitten in der Stadt, so wie es ausschaut. Ja, dann könnten wir gleich den Kran benutzen. Dann brauchen wir auch noch einen Bagger. Dann hätten wir noch einen alten Hangar. Brauchen wir auch Bagger und Kran. Und ein historisches Stadttor. Und auch hier brauchen wir den Kran. Also wir müssten jetzt sowieso schon den Kran kaufen. Ja, machen wir mal die Glockentürme. Das wäre da. Vorher fahren wir aber, müssen wir uns mal merken, hier. Ah, das sind, glaube ich, immer die rot umkreisten. Das sind so die Hauptmissionen, glaube ich. Da haben wir ja drei Stück und wir haben auch drei rote Kreise. Das wäre möglich. Dann haben wir das, glaube ich, auch schon mal rausgefunden. Ja, hier ist das historische Stadttor. Da waren wir schon mal. So, hier ist bester Schrott. Nehmen wir mal ein Taxi dahin. Dann brauchen wir Parkplatz. Lassen wir uns mal den Pickup hier hinliefern. Der Pickup-Truck hat Materialien geladen. Möchtest du die Materialien entfernen und das Fahrzeug liefern? Nee, natürlich nicht. Das ist ja interessant. Man kann nicht mit Materialien das Fahrzeug liefern lassen. Das ist ja fies.
So, das heißt, wir müssen wieder zurück zum Laden. Nee, ich will keinen Wegpunkt, ich will hier zum Laden. Das ist ja fies. So, dann müssen wir da jetzt manuell hinfahren, damit wir den Schrott loswerden. Einmal quer über die ganze Map. Wegpunkt, jawohl. Hilft ja nichts. Wir müssen den Schrott ja loswerden. So, mit Vollspeed hier einmal durch. Wozu es hier überhaupt Ampeln gibt, wenn hier eh nichts los ist, ist mir ein Rätsel. Eine kleine Abkürzung hier. So. Kurve nicht bekommen hier. Oh, Windräder gibt es hier sogar auch in der Map. So, und da wären wir. Eine Tonne. $6.000. Jawohl. Auch hier nochmal fette Einnahmen. Und damit haben wir diese Mission auch abgeschlossen. Jawohl. Ja, aber ich würde mal sagen, die Folge ist hier jetzt erstmal beendet. Den Kran haben wir gekauft und dann machen wir gleich in der nächsten Folge die Glockentürme. Ja, ich hoffe, du bist wieder dabei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Demolish and Bile 2018 auf der Zockeroase. Lass gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn du noch nicht hast, würde ich mich drüber freuen und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!